dass wir Krebetten sind, die schönen Hotdog. Boah, gut gerade. Alle sind noch mehr. Wir sind mitten im Nein. Grün, das war hier zu wachsen. So schön, neues Tor. I min lilla värld och blommor, tränstensunga. Vackert som jag drömt, jag har i hjärtat gömt. Den finns en bild av flickan som aldrig jag har glömt. I min lilla, lilla värld och blommor finns det plats för alla. Jetzt tun wir fischen. Da hole ich einen Hai raus. Wow, das ist spannend. Wundervoll. In Schweden hat es Blaubeer, Heidelbeeren. Stundgasse. Ganz viele schöne Süße. Schöne Lecker. Jetzt sind wir schon in Schweden. Schönes Wetter. Bis später. Ciao. Jetzt über den Platz gerade ausfahren. Guten Appetit! Ja. Mhm. Ja. Hat ja auch. Richtig entscheidend getroffen. Ja. Was geht? Ja. Schwede. Bin ich am Fischen? Kein Fisch, aber ich bin am Fischen. Jetzt habe ich gerade Vögel gesehen vorbei. Fliegen so schön in einer Reihe. Sehe ich nie in der Schweiz. Hier ist der Wallenchöner, dort wo ich jetzt wohne. So schön. Und ich auch musste schwimmen, weit. Mein Köder hat sich verhangen. Und ich dachte, es war nicht so weit. Dann bin ich rausgeschwommen mit dem ganzen Ding und dann war die Hälfte vom See. Ich bin ganz durch. Aber ich konnte lösen. 14 Franken gerettet. Und ich bin noch viel Kondition habe heute gekriegt. Tschüss! Nu kan ni väl förstå att ni ska följa med mig. Jag vill.
Natürlich so war. So, jetzt, das letzte Mal bin ich jetzt am Herrchen, neben der Kirche. Ganz hübsche Kirche, haben wir ja gesungen früher. Jetzt singe ich, wenn ich mal. Nein, es war ein schöner Tag. Jetzt machen wir andere Sachen. Okay, kein Fisch heute, aber nicht schlimm. Tschüss! Fische gesprochen, die sind gerade, wir gehen mit dem kleinen Boot auf dem See und sie haben gesagt, da hat sehr viel Fisch. Vor allem viele Egli, aber auch andere Fische. Tschüss! Die Blumen gepflückt. Blumenzimmer gratis, kann ich schmücken in mein Haus. Tschüss! Hi, ich kann es fast nicht glauben. Bevor ich Schweden verlassen habe, ich habe Fische in Schweden, habe ich ein paar neue gekauft. Extra so viele Fische, wo sauber macht, und jetzt habe ich entdeckt, ein ist gewachsen an dem. Es ist ein riesen Viech geworden. So schön. Ich kann es immer noch nicht glauben. Wenn ich den anschaue, dann denke ich einfach, jemand hat einen Plastikfisch da reingetan. Der ist riesig. Das leider kann ich noch nicht so gut filmen, aber ich hoffe, ich kriege dann drauf. Der liegt jetzt da, oder? Die anderen sind klein noch. Da ist ein kleiner noch, oder? Und jetzt suche ich meinen. Oh mein Gott, da ist auch noch einen. Der ist auch groß geworden. Aber nicht so groß. Und es ist ein großer Unterschied jetzt. Zum Putzen. Da ist er. Wow, der ist so geil. Ich liebe ja Fische. Ich bin immer noch jetzt am Fischen. Ich bin so verschrocken. Also ich denke, jetzt habe ich Futter reingetan. Jetzt frisst er gerade Futter. Und die haben so schön sauber gehalten. Ich muss auch vorhin fast nichts putzen. Also das war eine super Idee, diesen Fisch zu kaufen. Es war ein bisschen, jetzt ist er riesig da. Ich freue mich. Ich liebe doch Fische. Jetzt habe ich einen riesen Fisch in meinem Aquarium. Hoffentlich überlebt er, weil der Kollege kommt jede zweite Woche und gibt Futter. Ich habe ja nur die kleinen sonst. Aber weil er auch das grüne Zeug ist, ist er wahrscheinlich auch gut, hat er gut überlebt. Da ist ein kleiner, oder? So habe ich gekauft. Und der ist gewachsen, riesig geworden. Wow, das ist so geil, ich freue mich so. Flicken hat auch gerne den großen Viech, gell? So, jetzt muss ich Foto machen. Ciao, gute Nacht. Jetzt bin ich wieder am Fischen. Jetzt bin ich am Flemslet bei Vallesjöarna. Ich habe jetzt, es ist 6:30 am Morgen. Sieht sehr schön aus. Aber noch kein Fisch. Aber auch nicht viel gesehen. Aber es ist schön, Natur zu sehen. Thösen ist auch dabei, aber sie macht jetzt einen ganzen Rundgang. Ganz weit weg von mir. Aber sie hat recht, ich genieße es. Thösen! Tschüss, bis später, wünsche mir Glück, ich will da irgendwann einen Fisch. Ciao. Blumen hat es überall, keine Fische heute. Und dann in Schweden, im Sommer, hat es überall auch wilde Himbeeren. Jetzt habe ich gerade ein ganzes Gebüsch dort gegessen. Jetzt hat es mir, ich habe sicher 10 Minuten jetzt voll gegessen. Du, Rosi, ich habe fast Frühstück jetzt voll gehabt. Ich freue mich immer so auf Bärli und so. Gesund. Tschüss.
Die sind nicht dabei. Die ist so tüchtig, die bleibt immer schön bei mir. Einzig, wenn es viele Leute sind, dann kann sie manchmal ein bisschen bellen, aber nicht so schlimm. Obwohl sie halt mich verteidigen. Sagen, nur uns gehört diese Welt, sagt sie immer. Tschüss. Glücklich Blumen. Den passar så bra för mig, för jag tycker så mycket om blommor. Jag tycker om världen, så varje dag är jag lycklig och gläder mig åt det vackra vi har. Även på vintern eller våren eller hösten, det är alltid något som är vackert. Blommor finns det alltid, även på vintern. Nu gläder jag mig med nya grindar också. Också saker människor gör det också väldigt vackert. Åh, tis! Und in Scherf habe ich so ein schönes Haus und mitten in dem Garten, das ist Gästehaus und vorne ist das Haus, mitten in dem Garten, in der Mitte ist ganz ein großer Lindenbaum, der ist so schön, richtig so, sieht so heilsam aus, so richtig mächtig und groß und hat so einen Schaukel mittendrin, also so schön. Das ist das Haus jetzt, sieht man auch so, das ist gerade neu gemacht vorne. Also hier ist alles so hübsch, man kann fast weinen. So heiß und da habe ich gerade ein schönes Portal. Hier ist der schöne Lindenbaum, riesig in das schöne Gästehaus, es ist wirklich alles luxuriös. Und sehr, sehr schöne Wohnung, da ist ein schöner Eingang. Das werde ich jetzt wegnehmen, da haben wir jetzt ein neues Tor. Schöne Löwen da, am Abend sind sie immer beleuchtet und das ist ein super Eingang mit zwei schönen Bäumen. Das ist einfach alles so super, ja. Und dann nicht so viel zum Schaffen, wenn wir hier kommen. Sehr wenig Arbeit. Also Haus ist immer Arbeit, wir sind sehr ungewöhnt. Für andere ist das ein Horror, ein Haus und Garten und so, aber ich weiß nicht, wir haben das gerne. In Ferien, da kann man immer ein bisschen schaffen. Nicht zu viel, nicht zu streng. Und immer ein bisschen was machen. Da haben wir jetzt zum Beispiel da vorne das neu gemacht. Das ist vom Wind und Wetter. Das ist die Seite, wo am meisten geplagt wird, die Südseite. Hier ist ein bisschen vom Holz ein bisschen ausgewechselt und neu gemacht. Da jetzt auch neu gemalt, da der Rennen, also für Wasser da. Und eben da, der ist neu da, dass die Hunde nicht rausbringen und sieht auch gut aus, wenn man abgeschlossen ist. Löwen habe ich extra von der Schweiz mitgenommen. Ja, jedes Mal ein bisschen. Das schafft man schon von der Kurse her. Gut, schon ein bisschen zum Pflegen und so, aber wenn man sparsam so sieht und Freude hat, habe ich die Erfahrung immer gemacht, es läuft immer. Es geht immer gut. Tschüss!